Mein Name ist Marco Schütz, ich bin Pastoralreferent in der katholischen Kirche in Pforzheim. Ich möchte Ihnen gerne einen Impuls zur Fastenzeit anbieten. Fastenzeit bedeutet für mich, frei zu werden von dem, was mich sonst vielleicht belastet oder einschränkt, frei zu werden für das, was Gott mir vielleicht auch in dieser Zeit neu zeigen und schenken will. Frei vielleicht auch von diesen schlimmen, schrecklichen Bildern, die wir tagtäglich auch über Fernsehen oder andere Medien sehen, um eine tiefe Verbundenheit stattdessen mit den Menschen in ihrem Leid zu empfinden, uns mit ihnen zu verbinden. Besonderer Ort für diese Erfahrung ist für mich der Wald, so ähnlich wie Sie es jetzt hier auf dem Hintergrundbild sehen können, dass ich dort mir einen Platz suche, im Abseits von großen Wegen, wo ich auch einen ruhigen Ort finde. Aber es muss auch nicht der Wald sein. Sie können ähnliche Erfahrungen hier in der Stadt, Verbindungen vielleicht mit einem Baum auf dem Balkon oder im Garten oder auch einfach mit Pflanzen in Ihrer eigenen Wohnung diese Erfahrung machen können. Wenn ich dann in den Wald komme, meinen Platz gefunden habe, fühle ich mich ja fast willkommen geheißen von den anderen Geschöpfen Gottes, den Bäumen, den Sträuchern, den Pflanzen, den Tieren. Fühle mich als Gast, wo ich so sein kann, wie ich bin. Und das ist für mich ein sehr wohltuender Ort. Ich fühle meist sehr tiefe Dankbarkeit für diese Erfahrung. Ich stehe mit meinen beiden Füßen auf der Erde, auf dem Waldboden, spüre die Verbindung, ja, und fühle mich getragen von dieser Erde, von der Erde Gottes. Und wie verbunden mit der Erde, so fühle ich mich auch verbunden mit dem Himmel, wenn ich die Hände in den Himmel strecke, meinen Blick in den Himmel ausrichte und die Weite sehen kann, den blauen Himmel und all das andere, was ich wahrnehme. Die Weite, die Gott mir schenken will in meinem oft vielleicht eher engen Leben, die Weite für das, was er mir wieder neu schenken möchte. So wie es letztendlich in dem Psalm auch heißt, du führst mich hinaus ins Weite, in meinem Denken, in meinen Erfahrungen, in meinem Empfinden. Aber auch darüber hinaus kann ich den Wald, kann ich die Schöpfung Gottes mit all meinen Sinnen wahrnehmen. Wenn ich den Duft des Waldes rieche, wenn ich die Sonne und die Vielfalt des Waldes sehen kann mit meinen Augen, wenn ich den Wind und die Sonnenstrahlen auf meiner Haut spüre oder das Zwitschern der Vögel höre. All das sind Momente, die mir etwas von dieser Weite, von dem Freiwerden, was Gott mir zeigen möchte, erahnen lassen. Nicht alle diese Erfahrungen müssen zusammenkommen, sondern es ist durchaus auch möglich, nur ein Beispiel auszugreifen, sich auf einen meiner Sinne vielleicht zu konzentrieren und mich für das zu öffnen, was gerade jetzt in diesem Moment mir Gott schenken will.